Hallo und herzlich willkommen bei Crystals Delicious. Heute zaubern wir zusammen, passend zur Saison, eine richtig, richtig leckere Gemüsecremesuppe. Und wisst ihr, das Tolle an dem Rezept ist eigentlich, dass es super fix geht, Kindern schmeckt. Und auch so, finde ich, passt die perfekt. Ihr könnt eigentlich die Gemüsesorten auswählen, die ihr am liebsten mögt. Ich bin ja so der mediterrane Geschmackstyp und habe jetzt halt passend zur Saison, gerade die Leute, die jetzt auch einen Garten haben oder sowas, die eine Zucchini-Ernte hinter sich haben. Und jeder weiß, wenn man eine Zucchini anbaut, da erntet man ziemlich viel. Und das Erste, was ich damit eigentlich immer mache, sind irgendwelche leckeren Gemüseaufläufe oder sowas. Aber wenn man das alles durch hat, dann oder kurz davor steht, dass man zu viel hat und es wird schlecht, dann ist eigentlich eine Gemüsesuppe eine super Verwertung, denn ihr könnt die zubereiten, also schnell zubereiten zum Mittagessen, und ihr könnt sie auch genauso zubereiten, einfrieren, und die schmeckt wirklich, wenn ihr sie aufwärmt, wie frisch gekocht. Und da wir eigentlich für diese Suppe auch eigentlich nur Grundzutaten brauchen, muss ich sagen, das, was ich hier auf dem Tisch habe, habe ich immer zu Hause. Und ich würde sagen, da das Ganze auch so fix geht, zeige ich euch schon mal die Zutaten. Für unsere leckere Gemüsecremesuppe verwende ich jetzt einfach 3 Kartoffeln, dann in etwa 400 bis 500 Gramm Gemüse eurer Wahl. Da habe ich mich jetzt einfach für 2 Möhrchen, eine Aubergine, eine Zucchini, 2 Paprika entschieden. Dann benötigen wir einfach noch 2 Zwiebeln. Die haben jetzt bei mir in etwa 140 Gramm gewogen, eine Knoblauchzehe. Dann benötigen wir noch einen Teelöffel oder je nach Geschmack Salz. Außerdem benötigen wir noch 20 Gramm Olivenöl, ein paar frische Stängel Basilikum und Pfeffer. Als Erstes geben wir jetzt nun die halbierten Zwiebeln, Knoblauch und das Olivenöl in den Mixtopf und lassen das Ganze erstmal für 5 Sekunden auf Stufe 7 zerkleinern. Und jetzt nehmen wir einen Spatel, schieben alles mit dem Spatel nach unten und stellen den Thermomix nun auf 3 Minuten 120 Grad Stufe 1 ein und lassen das Ganze schön andünsten. Und jetzt geben wir einfach nur alle anderen restlichen Zutaten in den Mixtopf und dann stellen wir den Thermomix einfach nur auf 25 Minuten 100 Grad Stufe 1 und lassen das Ganze schön köcheln. Und damit unsere Suppe jetzt auch noch schön cremig wird, pürieren wir das Ganze für ca. 1 Minute zwischen Stufe 5 und 10. Steigert euch da einfach mit dem Rädchen langsam hoch, damit alles schön fein wird. So, ihr Lieben, so schnell haben wir ein richtig leckeres Mittagessen gezaubert. Ich würde einfach da frische Brotscheiben oder Baguette-Scheiben dazu servieren. Und on top könnt ihr natürlich, um das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern, entweder ein Hauch Creme Fraiche mit frischen Basilikumblättchen draufgeben. Und was auch richtig, richtig gut schmeckt, und bitte hatet mich nicht dafür, aber Backerbsen. Backerbsen schmecken dazu wirklich richtig, richtig gut, sehen gut aus und Kinder lieben die. So, ihr Lieben, das war's auch schon wieder.
Ich verlinke euch das Rezept wie immer unten mit dem Link zu meiner Homepage, den Shop von mir, den verlinke ich euch auch, falls euch irgendwas interessiert hat, was ich benutzt habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.